Ja, jetzt neue Saison beginnt, Team Radio Shack, Nissan, Trek. Wie sind deine ersten persönlichen Eindrücke der neu zusammengestellten Mannschaft? Ja, also wir sind breit aufgestellt, es ist ein sehr gutes Team. Wenn man jetzt nur auf die Namen schaut, die in dem Team vertreten sind, dann ist das schon sehr vielversprechend, das Ganze. Und ja, ich freue mich jetzt schon sehr auf die neue Saison, auf die neuen Herausforderungen mit dem Team. Wir sind alle sehr motiviert und ja, es macht einfach Spaß, dieses Trikot zu tragen, und ich bin stolz, in diesem Team zu sein. Kannst du was zu deinem Rennkalender sagen, zumindest zu dem ersten Teil? Wie beginnt für dich die Saison und was wird in der ersten Saisonhälfte das persönliche Highlight werden? Ja, beginnen werde ich mit der Mallorca Challenge, wo man einige Rennen fahren wird, und dann geht es dann weiter mit ein paar Rennen noch in Spanien. Und so das große Highlight in der ersten Saisonhälfte wird der Giro sein, wo ich dann für Jakob Vogelsang fahren werde, der unser Captain dort sein wird. Und wir machen auch zusammen jetzt die ganze Vorbereitung mit Höhentrainingslager, und ja, dann hoffen wir, dass wir da dementsprechend fit am Start stehen werden. Siehst du für dich auch die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen Rennen auf eigene Rechnung fahren zu können, oder siehst du dich als reiner Helfer? Also sicherlich, das muss man immer schauen, wie sich die Situation dann ergibt. Aber primär ist mein Ziel, Jakob zu unterstützen. Er hat die Chance, da ganz vorne reinzufahren. Und wie gesagt, wenn sich im Rennen eine Chance ergibt und man bekommt in Absprache mit dem Team die Chance, dann werde ich sie natürlich nützen. Aber das hängt halt immer von der Rennsituation ab. Ist der Giro die einzige geplante dreiwöchige Landesrundfahrt, oder ist es auch möglich, dass du gar das Double mit der Tour hinterher noch fährst als guter Berghelfer? Ja, da müssen wir mal schauen. Also die Planung steht jetzt mal bis zum Giro. Das ist das Ziel, weil ich sage, zu lange planen, das kann man nicht, weil es kann immer was dazwischen kommen, Stürze, Krankheiten. Und von dem her ist jetzt mal bis zum Giro alles geplant, und danach schauen wir mal weiter, was passiert. Trotzdem eine Frage noch über den Giro hinaus. Weißt du, ob die Österreich-Rundfahrt bei euch im Programm steht? Das weiß ich jetzt noch nicht genau, weil mein Programm steht jetzt mal nur bis zum Giro. Und danach haben wir jetzt noch keine Gedanken gemacht und weiß jetzt noch nicht genau Bescheid darüber. Wie sieht dein Training im Moment aus und wie würdest du es vergleichen zu den Vorjahren? Hast du etwas umgestellt in deiner Vorbereitung? Ja, also durch das, dass ich aus Tirol komme, muss ich mich ein bisschen mit dem Schnee abfinden und habe jetzt sehr viel Skitourentraining gemacht. Also man geht dann mit den Skien den Berghof 3, 4, 5 Stunden. Was sehr super Training ist für die Ausdauer und für die Kondition. Und jetzt ist der Winter eigentlich beendet für mich. Jetzt geht es dann nach Spanien für einige Trainingslager. Aber ich war jetzt mal 2 Wochen nur auf Skien unterwegs, und das ist auch ganz gut für den Kopf und für die allgemeine Kondition für den Körper. Ja. Noch eine perspektivische Frage. Im Moment bist du vor allem als Helfer im Einsatz bei den Rennen, und das ist natürlich bestimmt auch ein tolles Gefühl, wenn man einem Teamkollegen zum Sieg verhilft. Aber langfristig gesehen, siehst du dich dann wieder bei einem Team in der Kapitänsrolle, oder ist die Rolle des Domestiken für dich absolut zufriedenstellend? Muss man sagen, dass ich mich prinzipiell sehr wohlfühle in diesem Team und mit meinen Aufgaben. Ich bekomme ja auch meine Chancen, speziell gerade bei kleineren Rundfahrten, wie letztes Jahr bei der Österreich-Rundfahrt, wo ich Kapitän war. Oder auch bei anderen Rennen, und aber heuer bei der Vuelta bei einigen Etappen freie Hand bekommen. Von dem her ist es ja nicht so, dass man nicht die Chance bekommt. Man muss die Chance halt dann auch nützen, wenn man sie bekommt. Und ja, ich fühle mich sehr wohl mit der Rolle in diesem Team und schaue schon mit großer Motivation auf die neue Saison. Alles klar, danke dir, viel Erfolg. Wieder, danke.